Hola, hola, hier ist wieder der Klaus. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin immer noch hier in Punta Cana in meinem Apartment und heute ist ein wunderschöner Tag. Blauer Himmel, nur ein paar Wölkchen, perfekt für eine Strandwanderung und die werde ich jetzt auch machen. Ich werde mal Richtung Palladium laufen. Kommt gern mal mit. Ja, nachdem uns in den letzten 4 Wochen der Sahara-Staub doch sehr geärgert hat und wir fast jeden Tag grauen Himmel hatten, hat er sich gestern etwas verzogen und ich hoffe, das bleibt auch so, denn so sind die Farben und der ganze Ausblick hier natürlich viel, viel schöner. Schaut mal, wie schön das heute ist. Ja, da macht das gleich viel, viel mehr Spaß hier. Da ist die Stimmung direkt viel besser. Schaut mal, wie das Meer heute glitzert. Wunderschön. Auch hier unten am Pool sieht gleich alles viel freundlicher aus. Wenn die Sonne scheint, richtig durchkommt, der Himmel blau ist. Jetzt ist hier noch nichts los, ist noch recht früh. Aber das wird sich bestimmt auch im Laufe des Tages ändern. So kurz nach Mittag, da ist es hier dann doch meist recht voll am Pool. Ja, gehen wir mal weiter. Und da bin ich auch schon am Strand. So sieht es hier heute aus, am 23. Juli 2024, am Strand von Los Corales. Der Himmel blau, nur ein paar Wölkchen, kaum Staub in der Luft. Das Meer glitzert türkis. Der Strand ist weiß. Wunderschön. Hier im Huracan-Café sind fast alle Liegen leer und warten auf bessere Zeiten. Ja, der Juli ist hier schon ein ziemlich ruhiger Monat. Da ist nicht viel los. 5 Wochen bin ich jetzt schon vor Ort und die richtig schönen Tage kann ich an den Fingern einer Hand abzählen. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Also, ich habe ja schon gesagt, ich war eigentlich die letzten 10 Jahre immer um diese Jahreszeit hier. Und früher war das so, ich war 14 Tage oder 21 Tage in Punta Cana und hatte jeden Tag blauen Himmel, nur schönes Wetter. Da war von Sahara-Staub noch nicht die Rede. Das ist eigentlich erst die letzten, ja, 2, 3 Jahre so richtig aufgekommen. Aber ich will auch nicht ins Jammern verfallen. Ich hatte trotzdem eine sehr schöne Zeit hier, die jetzt langsam ihrem Ende entgegengeht. Ich werde in 2 Tagen mein Apartment verlassen und ziehe dann noch mal in ein Hotel für 3 Nächte in Serenade All Suites in Cabeza de Toro. Da war ich im Dezember, das hat mir super gut gefallen und da freue ich mich schon drauf. Jetzt komme ich gerade hier beim Impressefrisör vorbei und hier staune ich immer, wie schön der Strand doch ist. Das Hotel hieß früher mal Barceló Bávaro und Barceló Punta Cana, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es wurde vor ein paar Jahren umbenannt, verkauft und umbenannt. Jetzt Impressive. Ja, sehr schön hier. Ja, der Steg hier wird immer gut bewacht. Hier haben nur Hotelgäste Zutritt. Das finde ich ein bisschen schade. Naja, ist halt so. Aber zumindest diesen schönen Strand hier kann man entlang laufen. Und hier gerade ein Bachata-Kurs am Strand vom Impressive. Ja, ganz schön viele Leute, die da mitmachen. Solche Tanzkurse am Strand bieten eigentlich alle Hotels hier an und die sind bei den Gästen sehr, sehr beliebt. Und auch hier wird am Strand weiter gut gebaut. Das nächste Objekt ist in den Startlöchern. Jetzt bin ich hier gerade auf Höhe des Vista Sol, früher mal Carabella, dem einfachsten Resort hier am Bavaro-Strand und dem preisgünstigsten. Gefällt mir der Strand nicht so gut. Viele Kiefern, wenig Palmen. Aber das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau. Nach einer
einer Strandwanderung von ca. 15 Minuten bin ich jetzt im kleinen Örtchen El Cortecito angekommen. Und hier am Ortseingang am Strand war früher der Beachclub 365, 365. Und den scheint es wohl nicht mehr zu geben. Zumindest sieht es hier so aus, als wird gerade umgebaut und wird hier ein neuer Club hinkommen. Ja, da bin ich immer gespannt. Überall Veränderungen hier in Punta Cana. Klima Beach Bar nennt sich das hier jetzt. Und da muss ich doch direkt mal eine Pause machen und ein kühles Getränk zu mir nehmen. Die Preise sind auch ganz zivil, sogar mit Mehrwertsteuer. Und der Ausblick hier, wirklich ein Träumchen. Schaut euch das mal an. Ja, da trinke ich jetzt erstmal mein kühles Getränk. Nola Erdbeere. Salut. Ja, zumindest der berühmte Kapitän Cook hält sich nach wie vor tapfer hier. Den gibt es ja schon seit 100 Jahren oder so. Keine Ahnung. Aber das Meer greift immer mehr an und man sieht hier die Erosion. Hier eine große Werbung für ein neues Projekt, das hier in Strandnähe entsteht. Der vom ursprünglichen Charakter des kleinen Örtchens hier geht leider auch immer mehr verloren. Ich finde es schade. Hier das Onnos, ein sehr schönes Strandrestaurant, wo vor allem abends was los ist, insbesondere dienstags, da ist so Taco Night. Das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Und endlich habe ich das Palladium erreicht. Ja, leider hat sich mittlerweile auch wieder etwas zugezogen. Ein paar Wölkchen am Himmel. Gut. Das lässt sich nicht ändern. Und hier auch so ein paar Braunalgenreste am Ufer. Aber das Wasser ist braunalgenfrei. Da kann man prima schwimmen. Und wie man sieht, nutzen das auch einige Urlauber hier aus. Ja, dann schauen wir uns doch mal den Palladium-Strand an. Hier das TRS Turquesa. Dem Strandrestaurant Helios. Und dann hier links vorne der neu geschaffene Bereich mit den Bali-Betten. Wo man extra zahlt, 80 Euro am Tag für die einfachste Version. Das Premium Experience oder die Premium Experience von Palladium. Ja, aber wie ihr sehen könnt, es liegt einiges an Braunalgen am Ufer. Aber das ist für mich nicht dramatisch. Das ist optisch nicht schön. Ich mag es auch nicht, aber es gibt Schlimmeres. Als ich im Januar, Februar in Thailand war, da waren jede Menge Quallen im Wasser. Und da bevorzuge ich dann doch die Braunalgen. Jetzt bin ich auf Höhe des Palladium Palace. Ja, hier ist der Strand in den letzten Jahren auch immer schmaler geworden. Der war früher richtig schön breit. Aber das Meer nimmt sich immer mehr. Und da oben habe ich auch mal gewohnt. Das muss jetzt ungefähr 10 Jahre her sein. Palladium Palace Junior Suite Ocean View, direkt am Strand gelegen, in der oberen Etage mit Blick aufs Meer. Da hat man immer das Rauschen des Meeres im Ohr. Das kann auch manchmal nervig sein, aber ich denke mal, besser geht's kaum. Leider habe ich nie wieder das Glück gehabt, so ein Zimmer zu ergattern. Jetzt bin ich hier gerade beim Palladium Punta Cana angekommen und offenbar sind die Aufräumarbeiten hier am Strand schon etwas fortgeschritten. Und hier im Gebüsch, da steht dann auch der Wagen, der die Braunalgen abtransportiert, das Räumfahrzeug. Kein Schneeschieber, ein Braunalgenschieber. Weiter geht's. In der Höhe des Palladium Punta Cana befindet sich dieses wunderschöne Beach-Restaurant. Ich habe leider den Namen vergessen. Das können alle Gäste des Palladium Resorts mitnutzen, also nicht nur die des Punta Cana. Und von dort aus hat man eine ganz hervorragende Aussicht. Wunderschön hier aufs Meer. Das normalerweise in noch tolleren Farben glitzert. Aber es sind, wie gesagt, schon wieder einige Wolken aufgezogen. Und so sieht aktuell der Strand vom Palladium Bávaro aus. Ja, mit den braunen Algen, wie gesagt, nicht schön,
aber die sind morgen wahrscheinlich wieder weg. Die Instagrammer hier, die Schaukel, kann man schöne Motive machen. Und dies ist dann der exklusive Strandabschnitt für die Mitglieder des Palladium Travel Clubs. Also für Nina und André, liebe Grüße gehen raus. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr mal wieder. Auch hier ist man vor braunen Algen nicht geschützt. Und hier, wo die drei Flaggen vom Palladium, von Spanien und von der Dominikanischen Republik wehen, hier ist das Ende des Palladium-Ressorts erreicht. Und da geht der Strand dann unendlich weiter. Und genau an dieser Stelle beende ich auch dieses Video. Ja, leider hat das Wetter nicht ganz so mitgespielt, wie ich mir das erhofft hatte. Der Himmel war dann doch etwas bewölkter und dadurch sind die Farben nicht ganz so strahlend wie bei wolkenlosem Himmel. Das ist schade, denn gerade dieses Farbspiel, das türkisfarbene Wasser, der tiefblaue Himmel, der weiße Strand, die grünen Palmen, das macht eigentlich das Bild hier in Punta Cana aus, das, was ich so liebe. Aber wie gesagt, darauf habe ich keinen Einfluss. Schade, aber ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Und das war dann auch erstmal mein letztes Video hier vom Bávaro-Strand. Übermorgen ziehe ich dann um nach Cabeza de Toro ins Hotel Serenade All Suites. Da gibt es dann nochmal ein Hotelvideo und ich werde auch ein Video vom Strand machen. Schaut doch gerne nochmal rein und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Klaus.